Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Wir starten diese Folge so, wie wir die letzte beendet haben, mit einem schönen Ausblick auf die Stadt der tiefen Wesen. Die hat sogar einen Namen und der stand in dem, unter dem Safe Game, was ich gemacht habe. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Diese Stadt heißt nämlich Ihamfly. Gott, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich werde es bestimmt nie wieder aussprechen. Was ist noch zu sagen, bevor wir starten? Ich spiele wegen der Temperaturen, die hier zurzeit in guten alten Deutschland herrschen, bei offenem Fenster. Ich hoffe, man hört nicht zu viele Hintergrundgeräusche. Und falls doch, entschuldige ich mich an dieser Stelle schon mal dafür. Und dann ist es an der Zeit, dass wir tiefer in diese Grotte vordringen. Ich glaube, hier müssen wir lang. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, hier, die Lichteffekte sind auch cool. Also ich finde, das sieht super aus. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Ihamfly. Jetzt habe ich doch nochmal gesagt. Das letzte Gebiet des Spiels, Leute. Die Stadt der tiefen Wesen. Das große Finale rückt immer näher. Ich vermute, dass es diese Woche noch nicht zu Ende gehen wird. Aber die Tatsache bleibt bestehen. So viel erwartet uns hier nicht mehr. Huch, Nanu. Wow. Good evening, sir. We were supposed not to return so soon. Never mind that. Where the hell is Robert? Your brother's been leading the children in prayer with mother. We don't have time for this religious nonsense. There are troops packing the streets, and the border's been completely overrun. It won't be too long before they find out about this place. I've made certain the temple's well protected. There's plenty of men patrolling the main hallway in prison. Good. The barrier has got to hold. Keep on your guard and check the entrance from the reef. I'm going to the lab. I'd better keep my head down. I've got a much better chance of survival if they don't know I'm here. Ich kann es versuchen, aber ich verspreche nichts. Huch. Nein, nein, nein. Ich wollte... Das Gewehr wollte ich haben. Wir laden es nochmal nach. Und da war der gute Sebastian Marsh, von dem ich bisher gedacht habe, das wäre der Papa der Familie. Das ist er aber gar nicht. Er ist anscheinend der Bruder von Jacob und Robert. Ne, Jacob war ja der Führer der... Okay, der war strohdoof und hat nicht mal auf uns reagiert, als wir auf ihn geschossen haben. Wo war ich? Marsh-Familie. Jacob Marsh war ja der Leiter der Raffinerie. Hat der uns auch nicht gesehen? Sind wir unsichtbar? So, nächster Versuch. Jacob Marsh war ja der Leiter der Raffinerie. Sebastian Marsh kümmert sich ja um die... Sebastian Marsh kümmert sich ja um die weltlichen Angelegenheiten, ist so er in dem Sinne Kopf der Familie, wurde uns zumindest so vorgestellt, kümmert sich um die Geschäfte, den Handel, hält die Stadt am Laufen, und der Robert Marsh ist der Anführer des Kultes, der religiöse Führer quasi. Hallo? Niemand da. Ich gucke mir kurz nochmal die andere Seite an. Der mit den finsteren Zauberkräften, der ja auch den Schutzschild aufrechterhalten hat, der das Gebäude des Ordens in Innsmouth geschützt hat. Und hier ist ein Portal. It looks like some sort of doorway into the rock. Und sowas haben wir schon mal gesehen, und zwar im esoterischen Orden von Dagon. Da war auch so ein Portal, stand an der Wand. Jetzt wissen wir, wofür es ist. Ist nur die Frage, sind das die einzigen beiden Portale? Ist Sebastian aus dem Gebäude des Ordens hierher gekommen? Oder führt dieses Portal noch zu anderen Orten? Wir werden es, glaube ich, nicht herausfinden. Kann man das hier irgendwie lesen? Vielleicht mit dem Buch von Dagon? Nein, kann man nicht. Schade. So, ich steige mal wieder auf eine andere Waffe um. Die ist mir dann doch lieber. So, ich drücke immer erstmal die falsche Taste.
Ich glaube, da hinten steht einer, wenn ich den Schatten da richtig deute. Was allerdings egal ist, weil wir da sowieso lang müssen. So, ich krieche mal wieder. Ganz vorsichtig schleichen wir uns an. Werden von der Wand weggedrückt von einer unsichtbaren Kraft, die man auch Clipping nennt. Ich habe gehört, manche 3D-Shooter-Fans verehren diese Gottheit. Mein Gott, ist ja heute ein Lärm draußen. Den einen Tag, wo ich ja mal mit offenem Fenster aufnehme, entscheidet sich ganz Deutschland, an meinem Haus vorbeizufahren hier. Das ist furchtbar. Ich frage mich, ob man das auf der Aufnahme hört. Also ich höre es überdeutlich, auch trotz Kopfhörer. Niemand hier. Hallo? Hallo? Uah. Nein! Nein, 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 nein! Ihr Mistkerle. Huch. Was bist du denn für einer? Well, well, what do we have here? I don't believe you have an invitation to our little party. Just check the guest list. I'm under the section for fellows that ain't ugly freaks. Throw our jester friend here in with the lab rats. I'll deal with him on a more intimate level later. Where's the security levels? Check the area. Make sure he's alone. Das war ein sehr hässlicher Priester und wir haben ein Riesenproblem, Leute. Wir sind von den tiefen Wesen gefangen genommen worden. Und jetzt erwachen wir. Umgeben von Feinden. Unsere einzigen Möglichkeit des Widerstands beraubt. Oder? Ja. Waren tatsächlich so schlau, uns die Schusswaffen abzunehmen. Diese Schweine! Wie konnten sie nur... Oh, aber, Speicherpunkt. Guter Start. So, wir speichern jetzt mal ganz spontan hier. Damit wir die 5 Minuten oder so nicht nochmal spielen müssen. Wache. Wache. Ich verlange einen Anruf. Der steht mir zu. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss... Ey, die Mauer, nicht du. Bleib hier. Wo bist du hin? Hi. Na du? Ja, du bist aber ein Hübscher. Na gut, es muss einen anderen Weg hier... Oh, ist das nervig. Anderen Weg hier rausgeben. Zum Beispiel das da. Und mir fällt hier spontan noch das Teil auf. Alter Meißel. Aber damit kriegen wir ja vielleicht hier... Mir fällt gerade auf, die haben uns das Buch abgenommen, die Schweine. Das geht ja gar nicht. Also dafür breche ich jetzt schon aus Prinzip aus. Also, das könnt ihr doch mit mir nicht machen hier. Niemand. Kann ich das irgendwie wieder zumachen? Nee? Naja, wird schon nicht auffallen. Ich habe gar nicht auf die Uhr ge... Ach, Klappe zu. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich mit der Aufnahme angefangen habe. Demnach könnte das dann zu einer gewissen Überlänge führen oder vielleicht auch ein bisschen zu... Hallo. Zu kurz sein. Uah! Uah! Ich glaube, er kommt rein. Da ist er. Oder lässt die Tür offen? Nicht. Scheiße. Du, Junge, I don't want to disturb him again. Sorry, mein Freund. Ich, das wollte ich nicht. Tut mir echt leid. Warum bist du eigentlich hier, hm?
Wer wohnt über die Ampel? Kenn ich. So. Können wir uns jetzt hier ausschleichen? Wache kommt, Wache kommt. Nee, Wache geht weg. Bleib ruhig weg, du Sack. La 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 la. Frage ist. The door is bolted shut. Die ist verriegelt, okay. Die Frage ist, wo muss ich hin? Ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Ich hätte gerne einen Führer. Aber einen richtigen, nicht so wie diese Geschichte damals 1938 da. Das hat irgendwie nichts getaugt. Kommt der hier lang? Du bleibst doch wohl da hinten, oder? Oh, ich hasse Passagen ohne Waffen. Gerade in diesem Spiel. Ich hätte nochmal speichern sollen. Geh weg da. Bitte. Entferne dich. Danke. Die Frage ist, bringt uns das was? Na gut, wir könnten da rechts durch die Tür. Hier lang. Ah, das sieht doch schon mal ganz nett aus hier. Stand eine Wache. Scheiße. So, da komme ich nicht durch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Der ist gerade da hinten. Kann ich vielleicht hier lang? Aber da komme ich doch nur wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Bitte bemerkt mich nicht. Ich glaube, ihr habt mich bemerkt. Oh. Niemand. Alles gut. Nein, hat sie nicht. Wow. Kann er nicht einfach auf mich schießen? Ich bin doch gar nicht da. Ich bin nicht da. Ja, ihr habt mich verloren. Genau. Wow. Ihr Schweine! Scheiße! So. Wo bin ich jetzt gelandet? Oh! Irgendwo, wo ich speichern kann. Oh Gott. Ich hoffe, wir finden bald eine Waffe. Das ist ja... Moment, wo komme ich her? Hier komme ich her. Wow. Können die hier durch? Da steht auf jeden Fall einer. Ja, seht überall nach. Nur nicht hier, denn hier bin ich nicht. Ich bin da drüben. Da. Da habe ich mich langlaufen sehen. Schnell. Hinterher, sonst verliert ihr mich noch. Bitte. Weg da. Boah, ich traue mich nicht, die Tür aufzumachen. Ich mache die Tür auch nicht auf. Ich schleiche jetzt hier einfach weiter. Oh Gott. Oh Gott. Tralala, ich bleibe immer hinter euch. Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Ich bleibe mal hier links. Ihr dreht euch nicht um, oder? Das wäre sehr... nett. Das höre ich mir jetzt mal nicht an. Ein Ort, zu dem nicht mal die tiefen Wesen hinunter wollen. Das ist, klingt interessant, aber ich habe jetzt gerade andere Sorgen und ich bin mir fast sicher, dass wir zu diesem Ort noch hinuntergehen. Ich kann mir auch vorstellen, über welchen Ort die sprechen. Aber ich will jetzt hier nicht vorgreifen. Es gibt noch... ja, drei Passagen, an die ich mich definitiv erinnern kann vom... von dem einen Mal, wo ich hier durchgespielt habe. Was ja schon Jahre her ist. Muss ich jetzt hier hoch?
Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Und auf jeden Fall, ich denke, die tiefen Wesen meinten die eine Passage. Ich werde da, wenn wir da angekommen sind, dann nochmal drüber sprechen. Ich will dem Ganzen halt jetzt nicht vorgreifen hier. Nicht noch mehr vorgreifen, als ich es jetzt schon getan habe, in diesen Kommentaren. Ich... hier durch, vielleicht? Ich finde es schön, dass hier im Prinzip nichts los ist im Moment. Jetzt höre ich weinen und schreien und ich will gar nicht mehr hier sein. Hallo? Oh. Nein! Was ist offen? Looks like some kind of laboratory. Ach du Scheiße. Wollte Sebastian nicht ins Labor? Gott, hab ich mich erschrocken jetzt. Ah, da ist ein Speicherpunkt, da will ich hin. Aber... nein, ich häng... Nein! Das ist nicht dein Ernst, ne? It's locked. Ich, Leute? Ich glaube, ich hänge in der Tür. Ach, nö, ne? Ich komme nicht vorwärts. Ich kann nur so ein bisschen nach links und rechts. Ich... Nein! Ach, das ist doch... Gut, wir laden dann mal wieder. Ich bin begeistert. Scheiße, ey. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Hier lang. Nirgendwohin. Oh, jetzt müssen wir die Passage wieder lang schleichen und ich hoffe, dass das wieder so reibungslos funktioniert wie eben gerade. Wo das ja offensichtlich nicht der Weg war, den wir nehmen sollten, denn die Tür ist verschlossen. Wir haben es jetzt wahrgenommen, da ist ein Labor, aber wir müssen uns einen anderen Weg suchen, denn der scheint es ja nicht zu sein, dem wir jetzt folgen sollen. Die Situation, das erinnert mich an ein Ereignis von vor 2 Tagen ungefähr. Ich glaube, es waren 2 Tage. Da habe ich nämlich Doom 3 auf meiner PlayStation gespielt. Wow, da hinten läuft eine Patrouille. So, ich krieche nochmal hier rüber. Und es hieß, das Spiel hat ein Checkpoint-System. Einfach um... ja, um das Ganze so ein bisschen zu streamlinen, um dafür zu sorgen, dass, dass man nicht ständig manuell speichert oder sonst was. Und da habe ich mich dann ja halt so ein bisschen drauf verlassen. So nach dem Motto, das Spiel hat ja ein Checkpoint-System. Ich habe fröhlich gespielt. Und bin dann getötet worden, indem ich einem Feuerball ausgewichen bin, der dann ein explodierendes Fass in meiner Nähe getroffen hat. Das Fass ist explodiert, ich bin gestorben. Tralala, ja, gut, scheiße gelaufen, habe ich gedacht. Naja, versuch's es halt nochmal. Und musste dann feststellen, dass... Hallo? It won't open. Geht nicht auf, ist ja doof. Hier sind wir also falsch. Und musste dann feststellen, dass das letzte Mal, wo das Spiel gespeichert hat, also der letzte Checkpoint quasi, der war 45 Minuten zurück. Das war dann der Moment, wo ich das Spiel ausgeschaltet habe, weil ich keine Lust mehr hatte. Also man darf sich wirklich nicht zu sehr auf Autosave verlassen, sonst ist man verlassen. Eine Lektion, die ich jetzt ganz bitter gelernt habe. Und deswegen bevorzuge ich in Spielen immer die Möglichkeit, manuell abzuspeichern. Es kann ja gerne ein Autosave geben oder ein Checkpoint-System oder sonst was, aber bitte lasst mir die Möglichkeit, auch selber abzuspeichern, denn es kann immer mal was passieren. Das System stürzt beim Speichern ab, der Spielstand ist korrumpiert und wenn es dann nur den einen gibt, weil das Spiel es mir nicht gestattet, selber zu speichern und automatisch immer auf das gleiche Profil speichert, ja, dann ist mein Spielfortschritt weg und ich darf wieder von vorne anfangen. Was dazu führen kann, dass ich dann einfach keine Lust mehr habe und das Spiel in die Ecke schmeiße und nicht wieder anrühre. Klar, den Entwicklern kann es im Endeffekt egal sein, weil die haben ja mein Geld zu dem Zeitpunkt dann schon, aber es ist keine gute Werbung, sowas. Klar, das sind Einzelfälle, aber oh Gott! Dass die mich nicht bemerkt haben, das überrascht mich jetzt doch. Hallo?
Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich möchte bitte einen Speicherpunkt haben. Ich würde jetzt gerne manuell abspeichern. Wo war denn das? War das hier unten? Da traue ich mich nicht rein. Oh, da muss ich mich reintrauen. Denn da patrouillieren Feinde. Zack. So, ich hoffe nur, das ist jetzt auch der richtige Weg hier. Es ist natürlich die Frage, wo muss ich hin? Da oben patrouilliert einer, hier rechts patrouilliert einer. Der in der Mitte da, der scheint still zu stehen. Ich sollte vielleicht abwarten, wo ist denn der andere jetzt hin? Da durch die Tür komme ich bestimmt nicht. Ich krieche ganz mutig drauf los. Ganz mutig und voller Schiss. Tada. Wo geht's denn hier lang?